So, ein herzliches Willkommen zurück zum Creator Server Let's Play tatsächlich, ja. Voxland. Achso, mal, die kann ich wegnehmen. Damit man mich besser versteht. Voxland wollte ich ja eigentlich machen. Aber, ja. Die Version, die ich habe, Voxland ist halt relativ out of Entwicklung. Und die Version, die ich habe, die letzte Version, die quasi bei Git verfügbar ist, die ist sehr instabil, will sagen, die stürzt relativ häufig ab. Und ist auch konfigurationsmäßig und Gameplay eher nicht so. Deswegen lassen wir es einfach mal. Wie gesagt, es wäre sowieso ein totes Projekt, weil es wird ja nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Und die offizielle Homepage von Voxland ist auch schon offline. Das heißt, die Frage ist, wie lange man Voxland überhaupt noch bekommt. Weil eigentlich ist es ja so, wenn ein Spiel nicht mehr weiterentwickelt wird, ist es per se nicht so schlimm. Wenn es bis dahin gut funktioniert, naja, dann funktioniert es halt. Dann muss es auch nicht mehr unbedingt weiterentwickelt werden. Aber Voxland ist an sich halt A noch relativ instabil. Und wie gesagt, B ist auch die Hauptseite mittlerweile weg. GitHub gibt es zwar noch, also GitLab, aber naja, egal. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen jetzt mal bei unserem kleinen Hauptserver weiter. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr. Doch, wir haben letztens das mit dem Wändeverputzen gemacht. Der da? Genau. Genau. Da waren wir auch schon fertig. Das heißt, wir können uns jetzt zum Beispiel mal wieder um den Leuchtturm kümmern. Aufgrund dessen, dass die Ferien mittlerweile fast vorbei sind, mache ich ab jetzt wieder mit einer Folge pro Tag, also ne, quasi 6 Folgen pro Woche. Die kleine Special-Zeit, wo ich die ganzen Specials aufgenommen habe, ist jetzt auch erstmal wieder vorbei. Mehr Spiele zum Vorstellen habe ich erstmal gar nicht. Von daher gehen wir jetzt wieder zum regulären Plan über. Genau. Mir wurde auch von Soeren vorgeschlagen, mal wieder bei Vanilla Mindtest bzw. bei Mindclone vorbeizuschauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht wirklich so die Lust drauf, weil ich nicht weiß, was wir da noch so effektiv machen könnten. Ich meine, wir haben hier halt jetzt unser großes Bauprojekt und haben auch auf dem Server relativ viel Ruhe. Bei Vanilla, naja, da weiß ich nicht, ob sich da irgendwas lohnt, was man vor allen Dingen halt im Let's Play machen kann. Und bei Mindclone 2, da ist mir der Server einfach zu voll fürs Let's Play. Da stellen irgendwelche Leute immer andauernd Fragen. Da muss ich das im Let's Play vorlesen, weil ich nicht weiß, ob man das da umlesen kann und so. Deswegen würde ich mich halt gerne im Let's Play auf den Creative Server konzentrieren. Erstens haben wir schon eine ordentliche Bausubstanz. Das heißt, wir haben ja auch was, wo wir weitermachen können. Draußen haben wir ganz viel Lärm. Ich komme nicht mehr runter. Ja, von daher würde ich mal sagen, wenn ihr Vorschläge habt, wie macht doch mal gerne mein Test Let's Play auf dem Vanilla-Server weiter oder so. Ja, dann habe ich immer das Problem, ja, was soll ich denn da jetzt noch groß machen, außer noch ein Gebäude bauen? Weil, ne, sowas wie hier, so ein Hotel bauen, machen wir halt hier schon. Das Einzige, wo ich persönlich halt am Überlegen bin, ist, ob wir so ein kleines Dörflein bauen, so mit mehreren Häusern. Aber auch das macht es auf dem Creative-Server eigentlich besser, weil hier können wir halt richtig schöne Dächer bauen und sowas alles. Deswegen, eigentlich hält mich halt gerade so auf dem Vanilla und auf dem Mindclone-Server nicht unbedingt viel. So ein Vanilla-Server ist halt für mich eher so ein Zwischendurchspielen. Einfach just for fun, weil es Spaß macht halt. Mein Klon ist halt, weil es halt ein ultra schönes Subgame ist, aber beides fürs Let's Play? Weiß ich nicht. Nein, lass ich erstmal. Lass ich erstmal. Sorry. So,
Wir hier weitermachen. Wir waren beim Dach stehen geblieben. Ich würde aber überlegen, ob wir nicht doch erstmal zum Leuchtturm gehen, da mal weiterbauen. Mittlerweile wissen wir ja, wie hoch das Gebäude wird. Von daher lassen wir das Ding hier erstmal so stehen, wie es ist, und kümmern uns mal um unseren wunderschönen Leuchtturm. Und dann müssen wir jetzt auch bald mal überlegen, was wir hier eigentlich jetzt konkret machen. Ob wir einfach wirklich einen Baum reinklatschen und dann gib ihm, oder ob wir hier, ne? So gestaltungstechnisch ist hier noch viel zu tun. Die Räume müssen alle noch gestaltet werden. Hier der Empfangstresen und so fehlt auch noch alles. Also es fehlt eigentlich noch alles. Wir haben gerade mal das nackte Gerüst und die Lichtanlage drin. Alles andere fehlt noch komplett. So, Steine haben wir zufällig nicht zufällig dabei, so rum. Okay, die roten haben wir, aber die weißen haben wir nicht. Bevor ich jetzt irgendwelche Scheiße baue, gucke ich mal ganz kurz nochmal, was für weißen Steine wir da verwendet hatten. Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Warte, war das dieser ganz normale Sandstein? Von der Textur her könnte das fast passen. Guck ich mal in unseren Kisten. Ich würde mal sagen, diese Folge machen wir auch erstmal wieder ein bisschen aufräumen und so. Ne? Unsere Tasche ist knüppeldicke voll. Unser Backpack ist voll. Es ist ja hier Katastrophe. Ja, Tiere habe ich immer noch nicht aktiviert, weil das da immer noch nicht so... Also, ich habe jetzt in letzter Zeit keine Bugs mehr gefunden. Von daher alles eigentlich ganz easy. Aber trotzdem ist bei meinem Test gerade ein bisschen ganz schön viel so Bambuse. Und deswegen möchte ich hier auf dem Server nichts Unnötiges laufen lassen, was dann beim nächsten Update wieder alles zerschießt. Deswegen die Tiere erstmal nicht da. Aber gut, ist halt so. Genau. So, weil hier ist nämlich ganz schön viel Scheiße drin. Hier unten sieht es eigentlich relativ in Ordnung aus. Ich würde mal sagen, wir packen erstmal die ganzen High-Stuff hier oben rein. Halt, nein, du kommst in die andere Kiste. Der Scheiß kommt da mit rein. Du. Du auch. Holz haben wir nicht wirklich was. Die Säge packen wir trotzdem hier mit rein. Beziehungsweise packen wir mal hier unten hin. Dich auch. So. Du weg, weg. Ihr kommt ins Lager. Dann kommst du ein bisschen aufrecht mit ins Lager. Genauso wie du. Damit ich einmal ein bisschen aufräumen kann. Tja, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung mehr, woraus wir das weiße Zeug gemacht haben. War das hier dieses Lehm oder war das konkret? Weil von Lehm haben wir hier halt massig. Aber die Frage ist, war das das? Ah gut, können wir denn einfach mal ein bisschen vergleichenderweise bauen, tun, machen? Silbersandstein gibt es natürlich auch noch. Kann sein, dass es das war? Oh Gott, hier gibt es so viele Sachen. Was war denn das? Aber wisst ihr was? Komm, leckt mich am Arsch. Wir gucken einfach mal das Replacement Tool. Da gibt es ja das schöne Ding. Da brauchen wir eine Fackel und einen Stock. Das machen wir einfach mal schnell. Und dann haben wir ein, ich guck mal kurz nach, Tool. Wir haben zwei Schraubendreher mittlerweile. Sehr schön. Davon kann man nie genug haben. Eigentlich schon, aber egal. So, Stock da rein. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, war doch klar. Hier haben wir auch noch massig Scheiße. Oh Gott. So, Dankeschön. Dann gucken wir mal. Wow, dann gucken wir mal, aus welchem Material das gemacht ist. So, so. Und das ist aus
Slope, also doch Silbersandstein. Okidoki, dann müssen wir mal gucken, ob wir davon noch haben. Also, ein Block haben wir davon auf jeden Fall noch. Oder mir geht gleich Finst dazu. Oh ne, doch nicht. Ein Block hatten wir davon auf jeden Fall noch. Die Frage ist, ob wir davon im Lager noch was haben. Jetzt kommt der nächste hier. Was ist hier gerade los? Fertig. Ah. Fertig. Der Lärm macht eine Krach da draußen. Was? Der Krach macht eine Lärm da draußen. Also das Ding da draußen ist auf jeden Fall weg. Übrigens habe ich ja gestern die Folgen aufgenommen für diesen Yuanqi-Server. Oh, upsala. Und da hatte ich ja gesagt, ne, da war dieser eine Bug. Genau, der mit diesen Goblins da. Und den habe ich auch schon reportet. Und der nette Herr hat direkt auch schon Bugfix rausgebracht. Allerdings ist das noch nicht ganz so knorke, weil er hat zwar die Goblins einfach kurzerhand entfernt. Ist auch eine Art Fehler zu entfernen. Aber er hat dabei scheinbar komplett ignoriert, dass die Blöcke, die diese Goblins erstellen, diese Fake-Koppel-Smoke-Dinger da, dabei auch mit entfernt werden. Und dadurch habe ich jetzt diverse Unknown-Blocks bei mir auf dem Server und habe ihn mal darum gebeten, beim nächsten Update so ein LBM einzubauen, genauso wie auch mein Clone hat. Dass wenn sich Sachen verändern, wodurch bestimmte Blöcke obsolet werden, dass diese dann automatisch ersetzt werden. Hat er nämlich nicht gemacht. Ja. Gut. Was kommt hier rein? Das kommt damit rein. Das auch. Und Rest packen wir da rein. Und die Graskiste, da kommt das ganze Grasgescheißgedöns rein. Beziehungsweise du nicht. Aber du. Weißer Farbstoff war hier unten? Nein. War da oben? Nein. War da unten? Ja. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Habe ich hier noch Stöcker drinne? Rein zufällig mal wieder reingepackterweise? Nein. Die Kiste ist auch schon wieder fast voll. Gut, ich pack mal am besten dich raus. Und dann müssen wir mal gucken. Ah ja, wie gesagt, wir müssen mal wieder aufräumen hier, ne? Ich glaube, wir machen erstmal keine Aufräum-Session. Sonst werden wir hier ein bisschen kirre. Aber klar, passt natürlich nicht. Weil das eine 16. Platte ist, dann schmeißen wir die auch mal weg. 16. Platten wollen wir ja nicht mehr bauen, weil die ja beim Zurückgewinnen immer Verluste machen. So. Jetzt gucken wir mal, was wir in den ganzen Backpacks drin haben. Das war klar. Ich würde mal sagen, den großen Teil hiervon schmeißen wir gleich mal ins Lager. Dann rekombinieren wir erstmal ein bisschen was. Achso, ja, das geht so natürlich nicht. So, haben wir noch irgendwelche... Nee, haben wir nicht mehr. Gut, das heißt, die Dinger können quasi weg. Ja, komm. Weg damit. Verbraucht nur unnötig Platz, den ich gerade nicht aufbringen möchte. Das hier können wir auch rekombinieren. Ah,
Ah, das kann man sogar noch genialer rekombinieren, indem wir das so machen und dann das hier so machen. Und dann haben wir genau perfekt 7 Blöcke. Sehr schön. Das ist doch mal so bitte immer. So bitte jedes Mal. Das ist perfekte Rekombination. Das ist geil. Das ist das, wo der Ronny geil wird. So, den ganzen Lehm klatschen wir mal hier raus. Den ganzen Sand klatschen wir mal hier raus. Sandsteinziegel? Was habe ich hier alles gesammelt für einen Dreck? Das kommt auch alles ins Lager. Was haben wir hier noch? Wüstensandstein, Gott. Ja, die Sache ist halt, das lohnt sich nicht wirklich, das Lager zu backen, weil wir haben davon nur 2 Blöcke und ich hoffe, es wird davon nicht mehr. Aber den Sand, den können wir durchaus ins Lager packen. Da habe ich per se erstmal nichts dagegen. So, genau, hier hatten wir einmal Silbersandstein, brauchen wir nicht später und mehr Silbersandstein haben wir aber auch nicht mehr. So, dann gucken wir mal, doch hier haben wir noch ein bisschen. Dann gucken wir mal da nachher, ob wir da im Lager noch was haben. Ich gehe mal einfach mal kurz rüber ins Lager. Habe ich hier noch mehr Taschen, wo irgendwelchen Scheiß drin ist? Ich gestorben. So, du kommst da rein. Die Kiste ist ja noch nicht voll genug. Also jetzt ist sie voll genug. Kann man das hier rekombinieren? Glaube ja. Ja, kann man. Sehr schön. Rekombinieren sag ich schon. Also zurückwandeln. Ist doch schon, was ich meine. So. Wir müssen mal wieder unsere Felder hier bearbeiten, ne? Mal wieder ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Das ist ja schlimm. Gut. Ich würde mal sagen, fuck off. Ach so, halt. Das ist jetzt aber gar nicht so intelligent, was ich hier gerade mache. Weil die meisten Sachen sind da hier noch gar nicht drin. Das heißt, ich sollte erstmal nur die Sachen reinmachen, die auch drin sind. Also zum Beispiel Wüstensand, dann haben wir hier normalen Sand und Silbersand. Da haben wir auch Wüstensandstein zum Beispiel haben wir gar nicht. Den lasse ich also erstmal auch raus. Lehm. Wir haben Marmor, wir haben nochmal Marmor, aber Lehm haben wir. Hä, hatten wir bei Lehm nicht 3 Stacks gehabt? Moment mal. Kann es sein, dass die Anlage schon was rausgezogen hat? Die Anlage ist aus. Okay, hatten wir nicht 3 Stacks Lehm gehabt? Warum irgendwie so? Achso, ich habe ja hier wieder was. Ich habe ja hier was zurückgepackt. Ah. Ja, genau. Haben wir 3 Stacks Lehm. Genau. Die Sache ist, wie gesagt, wie Lehm haben wir noch nicht. Ganz ehrlich, ich bin fast dafür, das Zeug hier wegzuschmeißen. Dieses Shield Gravel. Ach, ich lasse es einfach da. So, du kannst hier direkt rein. Ansonsten Wüstenpflasterstein haben wir auch nicht. Wir müssen also hier auf jeden Fall nochmal eine Kiste anlegen mit 9 Sachen. Da gehörst du mit rein, da gehörst du mit rein, da gehörst du mit rein. Und dann gehört dann noch. Ja, merke ich nicht. Genau. Mehr lassen. Das Rest lassen wir erstmal. Das heißt, da kommen wieder Stöcker rein. Okidoki, dann können wir jetzt eigentlich hier alles reinwerfen, was bei 3 noch nicht auf den was rum ist. So. Einmal aktivieren. Und schon geht es wieder los mit dem Gestocker. Ah, merkt man direkt. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was wir hier brauchen für. Ach, hier habe ich auch noch mehr. Alter, wie schnell das ganze Zeug rauszieht, Alter. Huhu, so muss das sein. So muss das sein. Holy shit.
Weißt du was? Wir machen das mal hier anders. Du kommst auch raus. Brot reicht vollkommen aus. Eine Nahrungsquelle reicht vollkommen aus. Die ganze Erde kommt komplett raus. Brauchen wir da auch nicht drinne. Schmeißen wir die auch da rein. Und das Zeug kommt hier mit rein. Genau. Einmal so und einmal so. Perfekt. Okay. Dann haben wir hier auch immer ein bisschen mehr Platz. Und was ist hier drinne? Hier haben wir massig. Fresse, ich habe auch noch mal das ganze Scheiß einmal durchweg. Ach, ich wollte mal gucken, ob wir Chili Pepper, ob wir das hier schon, ne, wisst ihr schon, ob wir das hier bereits haben. Aber ich glaube, Chili Pepper war das, was wir bereits haben. Das war ja eins der letzten Sachen, die wir dazu bekommen haben. Das sind Tomaten, soweit ich weiß. Ja, hier hinten Chili Pepper. Okay, haben wir das doch schon. Gut. Dann sieht das relativ gut aus. Ja, das Rest ist so was auch immer an Essereien. Die ganze Brote hier packen wir euch mal lieber raus und packen da stattdessen mal zum Beispiel. Eigentlich können wir den ganzen Scheiß da reinklatschen. Ganz ehrlich, komm. So. Dann haben wir hier ein bisschen was an Fressalien. Das nehmen wir auch noch mal raus. Das braucht da auch nicht drin sein. Muss ich halt nur gucken, wohin mit dem Brot. Weil für Brot haben wir hier natürlich nichts irgendwie, ne? Brot ist ja ein Fertiggericht. Das ist also nichts, was ins Lager gehört. Wisst ihr was? Ich sag mal, einmal Sand können wir tatsächlich noch drinnen lassen. Für den Fall aller Fälle. Falls wir mal irgendwie in eine Höhle reinfallen, damit wir uns nicht schnell wieder rausbaggern können oder sowas, okay, akzeptiere ich. Einmal Sand können wir drinnen lassen. So, ansonsten sieht das hier relativ gut aus. Genug Nahrung ist auf jeden Fall vorhanden. Ach komm, Brot schmeiße ich auch erstmal wieder rein. Fertig. Okay, damit sieht unser Inventar wieder übersichtlich und aufgeräumt aus. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie in den Kisten. Und ich habe schon wieder komplett vergessen, am Anfang der Folge auf die Uhr zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon läuft. Ah, gut. Ich würde sagen, wir gucken mal noch schnell in die Kisten rein und dann machen wir auch mal wieder Folgenpause hier. Ja, klar, ist jetzt mal gleich direkt alles auf. Wobei, so schlimm ist es gar nicht. Wir haben Hunger. So. Rest kommt ins Inventar. Sehr schön. Wir müssen auch mal hier vorne irgendwie mal noch mal irgendwie was anbauen. Das sieht gleich hier so katastrophal aus. Ich pack mal dich weg. Haben wir noch so welche Saplings irgendwie sowas? Genau das da zum Beispiel. Das machen wir jetzt hier mal richtig schön. Da einer hin, da einer hin. Hier einer hin, sollte passen. So, hier sieht alles soweit in Ordnung aus. Gut, du brauchst da nicht rein, du brauchst da auch nicht rein. Hey, du brauchst auch nicht rein, hallo? Okay, wir haben hier auch ganz schön viel doppelt gemoppelt. Gucken, ob hier noch irgendwelches Saatgut drin ist, was hier nicht reingehört. Aber es sieht ansonsten erstmal relativ gut aus. Sehr schön. So, Stock kommt natürlich. Doch, Alter, sie ist verarscht hier. Was stimmt denn mit dir? Stock kommt da rein. Beziehungsweise noch besser. Daraus können wir gleich mal hier. Oh.
sowas machen und dann kannst du damit rein. Und du gehst mal bitte kacken. So, dann ist die Kiste soweit eigentlich einigermaßen aufgeräumt. Ich stauche trotzdem noch mal ein bisschen zusammen. So, das kommt auch noch da. Sehr schön. So, hier wird jetzt entscheidend. Das ist hier. Das Ding nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Genauso wie das Ding und das Ding. Das können wir auch immer mitnehmen. Eine Axt können wir auch immer mitnehmen. Genauso wie ein Schwert. Ansonsten haben wir hier noch ein Stahlschwert und noch ein so ein dummes, komisches Schwert, ey. Wir haben so viel Trash hier unten. Wisst ihr was? Das machen wir mal anders. Hier unten haben wir keine leere Kiste mehr, ne? Nee, haben wir nicht. Okay. Ich crafte mal noch mal schnell eine Kiste. Da brauche ich einmal Eisen für. Nein, das ist nicht verarschen. Einmal Eisen für und ein bisschen Holz. Nein, das war die falsche Kiste. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, eine einfache Kiste. Was? War das nicht so? Gut, gucken wir in der nächsten Folge. Wir machen erstmal eine Pause. Kann ich auch ein bisschen was trinken? In dem Sinne, bis dann.